Ein Versuch ist es trotzdem wert. Ja, die war eigentlich gut beim ersten. Das Problem ist, es kommen direkt zwei. Einer in der obersten Reihe, einer in der untersten. Das heißt, einen möchte ich natürlich so schnell wie möglich loswerden und den anderen erstmal ein wenig aufhalten. Gut, vielleicht klappt es auch dann mit Mangold. Muss ich mal schauen. So, ich glaube, jetzt gerade kann ich noch mal ein bisschen vorspulen. Sonnenblume Nummer 2. So, jetzt habe ich hier meine 50. Ich setze da auch direkt einen. So, noch eine. Und bei dem Punk, bei dem ersten, reicht jetzt erstmal Mangold aus. Nur ich muss dann wirklich darauf achten, hoch, dass ich auch schnellstmöglich eine Pflanze setze. Du frisst dich da durch. Du frisst und frisst und frisst. Jetzt da mal noch eine hin. Geht es schon wieder gut los? Da mal eben zu. Okay, Breakdancer. Wow, die geht hoch. Das ist super. Kick die weg. Ich muss hier was setzen. Kommt auch da eine fette Beete hin. Das war ein bisschen unklug. Das bringt mir für da oben nichts. Nein. Leute, ich hasse diese Welt. Ich hasse diese Welt wirklich. Okay, neuer Versuch und diesmal mit Magnetpilzen eventuell. Vielleicht klappt das besser. Ach Mann, ich finde sogar, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, die Welt auch um einiges schwieriger als den Riesenwellenstrand. Den finde ich auch hart, aber nicht so. Also ich finde das hier echt krass, weil ich das Gefühl habe, die Zombies sind so verdammt schnell. Ich könnte natürlich auch eine Holonuss setzen. Ich hätte nämlich gerade eben Spezialdünger bekommen. Ich muss nur diese erste große Welle überleben für den Spezialdünger. Ja, mal gucken. Ja, nee, also wie gesagt, die Welt hier finde ich um einiges schwieriger. Auch wenn sie leichter angegeben ist. Ich meine, hier sind ja, glaube ich, nur, weiß ich nicht, wie viele Peperonis sind hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier sind 4 und beim Riesenwellenstrand sind dann 5. Machen wir das mal so. So, der müsste ja draufgehen. Jetzt kommt schon der erste. Okay, und ich habe noch nichts. Okay, da kommt die Breakdance. Okay. Nope. Nope. Das tue ich mir nicht an. Zurück zur Karte. Dann machen wir doch beim Riesenwellenstrand weiter. Oh Mann, es wird jetzt echt hart, ne? Hier ist es Level 21. Und ich glaube, beim Riesenwellenstrand müsste es auch so, ja, um Level 20 rum sein, glaube ich. Oder, oh, es ist 27 sogar schon. Oh, und hier ist ein Yeti-Event, sehe ich gerade. Wir könnten auch natürlich das spielen. Ja, wisst ihr was? Das machen wir. Natürlich. Können wir mal schauen, ob es da in irgendeiner Art und Weise ein bisschen besser läuft. Die meisten Pflanzen wurden vorab für dich ausgewählt. Na, da bin ich gespannt. Da wird ja meine geliebte Lenkdistel nicht dabei sein. Guacodil. Ja, das ist schon in Ordnung. Das ist schon soweit in Ordnung. Der Oktopus. Ja, die kostet 500. Nee, das ist definitiv zu teuer. Das kann ich nicht bringen. Was hatte ich denn hier sonst immer dabei? Drachenmäulchen? Ja, ich weiß nicht. Ja, wir gucken mal. Ich kann ja hoffentlich das Guacodil zumindest ein paar Mal setzen. Das wäre schon ganz schön. So, 2 Reihen Pilze und dann mal schauen. Ich hoffe, dass jetzt nicht direkt 3, 4 Zombies auf einmal kommen. Nein, es kommt erstmal eine. Die ziehe ich auch direkt weg, damit wir unser Schlingkraut so schnell wie möglich wieder benutzen können. Und dann setze ich dich mal kurz dahin. Ja, dich kann ich nochmal dahin setzen. Ich habe zu wenig Pilze. Dann muss ich hier vorne noch eine Reihe machen. Das ist dann nämlich in der Tat zu wenig. Jetzt mache ich das wieder so total unordentlich irgendwie, aber ist schon okay, solange es funktioniert. Kommst weg, Madame. So, was wollte ich? Pilze, genau. Darf ich hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Da kommst du hin.
Da bist du. Okay, okay. Dann gib mir nochmal bitte genau das Kornkatapult. Und ich glaube, gleichzeitig kann ich mal das hier machen. So, was habe ich jetzt gesagt? Pilze hier noch hin. Irgendwo ein paar und da noch ein bisschen aufbauen. Und natürlich jetzt in der Reihe hier, genau da nehme ich gerne noch so einen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz so geil hier. Das ist es in der Tat nicht. Noch einen. Da einfach noch so einen. Da oben bin ich mir nicht sicher, wie das hier klappt. Da kommen gerade so viele. Oh, super. Pass mal auf, zieh da mal einfach bitte einen weg. Sehr schön. Ansonsten einfach nochmal Guacodil hin. Oh, oh, hier, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist natürlich auch doof, ne? Also hier in der Reihe meine ich. Das ist natürlich auch nicht so schön. Zack, Guacodil hin. Frisst die mal bitte alle weg. Knusperte. Ah, zu spät, oder? Zu spät? Oder hat es noch gepasst? Ja, toll, aber trotzdem ist meine geliebte Seerose weg. Mal dahin. Da kommt der Oktopus. Mist, ich habe den falsch gesetzt. So, anhalten. Anhalten, damit der bloß nichts macht. Und direkt hier vorne geht es noch. Da irgendwo wegziehen. Mit Eimer kommen gerade auch gefährlich nah. Kurz alles aufhalten. Ich hoffe, die schaffen es noch. Ist jetzt da nochmal ein Drachenmäulchen, dann wird hier auch schön getroffen. Und ansonsten, wenn das hier nichts wird, und das wird in der Tat nichts, dann gebe ich die Reihe auf. So, Oktopus. Ah. Ich hasse das, wenn der Oktopus, das hasse ich wirklich am allermeisten, wenn der Oktopus da irgendwie mit ein paar anderen kommt und du nicht weißt, triffst du jetzt den Oktopus oder irgendwas anderes. So, jetzt habe ich nämlich wieder gar nichts getroffen. Ja, das wird die andere wegziehen. Das wird 100 pro die andere wegziehen. Ja, war klar. Warum ist das immer so? Warum? Da einfach noch ein Guacodil hin. Ja, dann schnappt mir das halt weg. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Die frisst sich da auch. Pass mal auf. Können wir die nochmal so kriegen? Mhm, toll. Fantastisch. Okay, die Reihe ist dann gleich weg. Weil das schafft der eine, ist eine Kornkatapult nicht. Jetzt kommt Ebbe. Ich hasse Ebbe. Da kommt der Yeti. Ja, dann lauf halt durch. Können wir den Yeti wegziehen? Funktioniert das? Kommst du da oben auch durch? Ja, gefährlich ist gerade nur hier. Oh ja, Yeti-Box. Juhu. Ja, jetzt frisst du gleich noch am Drachenmäulchen. Und das war noch nicht die letzte Welle, meine lieben Leute. Nein, das war sie noch nicht. So, was mache ich jetzt am blödesten? Ja, ich lasse den Oktopus da echt durch. Das ist mir so egal. Meins soll er doch machen. Zieh den Surfer weg. Sehr schön, das hat mal funktioniert. Wow, ein Plan, der tatsächlich aufgegangen ist. Da kannst du was aufhalten. Ich noch hier hin. So, hier ist es jetzt gefährlich. Halt mal alles auf. Da noch ein Drachenmäulchen hinsetzen. Dich eventuell noch rausziehen. Das wäre schön. Ansonsten setze ich einfach noch irgendwo ein bisschen was. Genau, Krokodil ist durchgerannt. Fantastisch. Ihr fresst mir das doch da jetzt eh weg. Kann ich nochmal schnell eins setzen, dann ist er nämlich auch weg, oder? Nein, der ist nicht weg. Ach, Manu. Ach, Manu, die Lady hier unten noch. Ja, komm, die sollen wir doch wohl... Die sollen wir doch wohl kriegen. Na komm, na komm. Ja! Hat doch funktioniert. So, schön. Problem ist, es war nur ein Yeti-Event. Ich meine, Yeti-Event schön und gut, aber ich würde ja auch gerne ein bisschen vorankommen. Und? Und? Wie viele sind das? Ich habe nicht drauf geachtet, wie viele ich gerade eben hatte.
Da bin ich jetzt gespannt. Wir haben aber 7960. Okay. Okay. Gut. Spielen wir Level 28 und diesmal bin ich sehr bereit dazu, meine Power-Ups zu nutzen. Ich meine, bei 7000 Münzen. Ach, das war das. Ach, das war das. Ich erinnere mich. Das war das. Habe ich das mit den normalen Sonnenblumen gemacht? Oder mit den Pilzen? Ach Leute, das ist schon wieder ein paar Tage her. Ich muss mir vielleicht schlauerweise echt mal meine Videos vorher anschauen. Ich brauche auf jeden Fall die Holonuss. Und mal eben schauen, was haben wir noch so? Das hier kann ich alles knicken. Drachenmäulchen-Kornkatapult, ja eventuell. Pupsbohne, nein. Blitzschiff, nein. Ja, die wären natürlich geil, ne? Die wären natürlich richtig gut. Das Problem ist, die kann ich mir nicht leisten. Laserbohne. Nein. Obwohl, die ist sogar günstiger. Nee. Was machst du hier? Huch. Antippen um Sonnen. Ja, nee. Ja, nee. Ja, dich brauche ich auf jeden Fall. Und sonst hätte ich die hier immer dabei. Ich könnte auch das... Nee, Guacodil. Nee, Quatsch. Guacodil bringt es ja in dem Falle nicht. Ich mache das jetzt nochmal so. Stimmt, ich erinnere mich natürlich an dieses Level. Klar, Holonuss direkt setzen und den Spezialdünger auf die Holonuss und dann gibt es ein großes Problem, wenn irgendwann der Surfer und der Oktopus und alle anderen Blöden vorbeikommen. So, und ich glaube, ich kann jetzt schon mal genau hierauf sparen. Jetzt futtert der mir nämlich schon die erste Seerose weg und das ist natürlich auch blöd. So, Holonuss setze ich mal noch nicht. Vielleicht doch. Ich weiß es doch selber nicht. So, du erstmal dahin. Ja, ich setze dich schon mal lieber. Hätte ich besser dahin setzen sollen, weil die frisst sie ja an. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Die frisst sie ja jetzt an, dann ist ja schon die eine weg. Mist, hätte ich die Holonuss hingesetzt, wäre so viel klüger gewesen. Aber gut, da kommen die nächsten. Kommst du hier hin? Vielleicht frisst sie es auch nicht weg. Das wäre schön. Aber es sind jetzt natürlich wirklich sehr wenige Sonnen, ne? Sonnenblumen, Mensch. So. Ich könnte auch einfach überall eine Holonuss setzen. Ach, ich weiß nicht. Ich warte jetzt erstmal auf den ersten Spezialdünger, beziehungsweise auf die Lenkdistel. Das hier klappt erstmal ohne Probleme, hoffentlich. Da ist sie, du kommst dahin. Da kommt schon der erste Taucher, das ist natürlich doof. Da kommen direkt schon zwei. War das nicht so? Pass mal auf, wir setzen da nochmal so eine. War das nicht so, dass hier schon relativ früh Spezialdünger kamen? Oder da kommt er, oder habe ich das verwechselt? Auch sein. So, eine Lenkdistel wäre noch super. 225. Da ist sie auch schon. Huch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Ich könnte auch da. Pass mal, ich setze mal den einfach dahin. Ich brauche den Spezialdünger. Und zwar ganz schnell. Schon, gib ihn mir, gib ihn mir. Ihn mir. Los, gib ihn mir. Dankeschön. Muss ich den denn jetzt schon nutzen oder gleich erst? Ich warte lieber noch mal ein bisschen. Muss nur aufpassen. Ey, oh, sehr gut. Da kommt der Surfer. Okay, Surfer ist weg. Ich warte noch mal kurz. Es kommt eine riesige Welle. Okay, wir machen es so, damit wir hier schön alles geschützt haben. Da noch eine Lenkdistel. Vier Pflanzen übrig. Nein! Nein! Oh Gott! Oh, Idioten Tasmani. Ja, gut. Ja, gut. Das war natürlich unglaublich dumm. Ich
Ja, also nächstes Mal vor der nächsten Aufnahme definitiv, ich schaue mir die Videos an, was ich vor 2 Wochen gemacht habe oder so, weil ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Ich kann doch jetzt hier kein Power abnehmen, ey. Seid ihr wahnsinnig? Das geht nicht. Also bei dem... Nee. Da ist selbst mir das zu doof, weil ich dann weiß, der Aufbau war so scheiße. Ich sag gerade nichts, weil ich einfach gerade nur noch mal zugucke und überlege, ob ich doch noch ein Power-Up... Nein. Okay. Zurück zur Karte. Zurück zur Karte und nochmal kurz in den Zen-Garten. Aber da war nichts, ne? Da war nichts, was uns hier irgendwie helfen wird. Nein. Fette Beete. Ja, falls wir nochmal zur Neon-Mixtape-Tour gehen. Ich überlege, ob ich das nochmal versuche. Ja, komm, wir versuchen das nochmal. Ja, Neon-Mixtape-Tour. Angeblich leichter. Dann noch Level 20, also... Level 21, meine ich. Also, ne? Dann müssen wir das doch irgendwie hinbekommen. So, ja, ja. Die Blumen zertrampeln. Okay. Aber ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht die hier mitnehmen. Das dauert viel zu lange. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal was ganz Merkwürdiges. Ich nehme die hier mit. Ja, das ist... Das mit dem Magnet, das ist halt auch einfach so blöd. Weil erst kommt ein Punk und kurz danach... Ach, die habe ich ja auch noch. Stimmt. Und kurz danach kommen ja aber 3 Punks und das ist nicht so geil. Das ist echt nicht so cool. So, die Kirschen... Ja, wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal so mit den Pilzen oder doch lieber mit den normalen Sonnenblumen. Wo sind sie denn? Hier sind sie. So, komm, jetzt Motivation, jetzt packen wir das. Wir haben nichts zum Schutz hier, außer die... Was war das nochmal? Sellerie, ne? Das war der Sellerie. So, zuerst kommen 2. Einer oben, einer unten. Netterweise, so dass ich ganz toll... Pass mal auf, wir können das doch so machen. Okay, das mit der fetten Beete klappt nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Los, hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt. Oh, Power-Modus raus. Nee, die fette Beete macht das nicht mehr. Die fette Beete macht das nicht mehr. So, letzter Versuch für mich für heute. Und dann werde ich nachschauen für beide Level. Was da eine kluge Taktik ist. Ich habe letztens, da habe ich übrigens tatsächlich mal nachgeguckt, weil mir das letztens jemand geschrieben hat. Das war gar nicht so blöd. Ich habe nur die fette Beete zu spät gesetzt, glaube ich. Da hat mir letztens jemand geschrieben, das war auch zu einer Neon-Mixtape-Tour-Folge, glaube ich, dass ich nicht so oft nachschauen soll auf YouTube, also nach anderen Taktiken. Und dann habe ich tatsächlich mal geguckt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, jetzt ist das ja schon ein bisschen verjährt, das Ganze. Ich habe zu dem Zeitpunkt... Ich hätte die fette Beete setzen... Huch, sollen. Shit. So. Zu dem Zeitpunkt habe ich 242 Level gespielt. Und ich habe vielleicht 2-mal, 3-mal in eine Lösung geguckt. Selbst wenn es... Oh Gott. Selbst wenn es 10-mal gewesen wären... finde ich das bei 242 Leveln ganz schön okay, um das mal so zu sagen. Von daher, ja, weiß ich nicht. Und irgendwann, ich setze ihn einfach mal davor, mal gucken, ob da irgendwie was passiert. Und ja, ehrlich gesagt, irgendwann, wenn man es dann mit mehreren Taktiken versucht hat, finde ich das auch absolut in Ordnung, zu sagen, so, jetzt gucke ich mal in eine Lösung. Ich weiß nicht... Ne, Menschen sind ja... Huch, Menschen sind ja verschieden, das wissen wir alle. Vielleicht gibt es tatsächlich Menschen unter euch, die grundsätzlich jedes Spiel so spielen. Also immer ohne Hilfe. Vielleicht gibt es so Menschen. Kriegst du den noch weiter nach vorne?
Das wollen wir nicht hoffen. Ärgerlich! Sprengen! Sehr schön. Ja, wisst ihr... Oh Gott, nehme ich schon... Ist mir jetzt kackegal. Ist mir kackegal. Ja, wie gesagt, vielleicht gibt es Leute, die noch nie in ihrem Leben in eine Lösung geschaut haben oder sowas grundsätzlich niemals tun würden. Aber ich denke, das ist nicht die Mehrheit der Menschen. Wie gesagt, wenn ich mir das dann mal erlaube, dann finde ich das schon in Ordnung. Genauso wie das hier jetzt. Ich will es einfach nur schaffen. Und das Problem ist, ich werde es aber nicht schaffen bei dem, was ich hier tue. Ich werde es wirklich nicht schaffen bei dem, was ich hier gerade mache. Ich setze da mal einen hin, einfach damit er ein bisschen drauf kloppt. Ich nehme noch ein Power-Up, wenn das hier so schnell weitergeht. Da könnt ihr Gift drauf nehmen, Leute. Ich muss nur darauf achten. Hilfe. Also es tut mir jetzt auch wirklich leid. Oh Gott. Spezialdinger. Das tut mir jetzt auch wirklich leid, wenn ihr sagt, wie kannst du das machen? Das ist dumm. Ist mir egal. Ich will das schaffen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, mit diesem ganzen Kack hier, dann weiß ich auch nicht. Ja, geil. Ihr werdet mich so hassen. Ich weiß es, aber ich freue mich gerade. Und dann ist mir das voll egal. Ah, ich hab's geschafft, ja. Aus besiegten Zombies wachsen neue Sporenpilze. Ach, das ist ja höchst interessant. Das ist ja schön. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt weitermachen will.